die weiteren Themen dieser Woche. Auch das noch. Seepferdchenplage in Chemnitz. Voreilig, Tunesien verbietet Hebekräne. Und Marktlücke, Adidas züchtet Fußbälle. Die Deutsche Telekom, meine Damen und Herren, will die Gebühren für Telefonauskunft ab 1. Oktober geringfügig erhöhen. Künftig zahlt man einfach die angefragte Nummer in D-Mark. Die Nummer vom Notruf kostet demnach 110 Mark. Ja, ganz einfach auszurechnen. Wir stellen Ihnen jetzt einen Mann vor, der auf diese Entwicklung sofort reagiert hat. Hallo, ich befinde mich hier in der Wohnküche von Herrn Herbert Görgens. Guten Tag, Herr Görgens. Ja, hallo, Tag auch. Hier aus meiner kleinen Firma. Herr Görgens hat hier in seiner Wohnküche die erste private Telefonauskunftszentrale Deutschlands eingerichtet. Herr Görgens, vielleicht Jawohl. Können Sie uns einen kurzen... Meine kleine Wohnküche habe ich umeingerichtet. Ja. Hier mache ich jetzt Telefondienst. Mein Telefon Sinus kriege ich schon in der nächsten Woche. Ja. Herr Görgens, vielleicht Jawohl. Eine kurze Einschätzung. Das habe ich aus der Zeitung, habe ich das, von der Telekom. Und da hat mein Nachbar Heinz hat gesagt, Herbert... Tu mal was. Ja, und ja, jetzt haben Sie jawohl. Also die Chance. Und jetzt mache ich hier Telefonauskunft. Herr Görgens, es klingelt? Jawohl, klingeln tut das. Ja, wollen Sie vielleicht mal rangehen? Ja, muss ich den Hörer abnehmen, soll ich? Hallo Heinz, was kann ich für dich nachschlagen? Ja, ist gut. Ja, Moment. Sie haben doch jetzt... Das ist die 77... 81, 81, 12. Ja gut, Heinz, ich liege jetzt auf. Tschüsschen. Herr Görgens, kann es sein, dass sich Ihre private Telefonauskunft nur auf Ihren Nachbarn Heinz beschränkt? Ja. Aber das klappt absolut perfekt. Und deshalb komme ich jetzt auch im Fernsehen. Nein. Ich kann aber noch... Ja, ja, Heinz? Das war's, Leute, heute für diese ja, Woche. Der nächste Woche zeigen wir Ihnen einen oh, ganz Oh, du machst mich ganz scharf, du. Du schlimmer, tiefer, tiefer. Muss ich da Lassen erlösen? Sie es sein. Aufgelegt. Viele Zuschauer, meine Damen und Herren, haben angerufen und sich nach dem Lied erkundigt, das Rita Süssmuth vorhin in unserer Bundestagssoap Bonanza getrellert hat. Sie erinnern sich vielleicht. Alle wollten wissen, gibt es diesen Song auf CD? Die Antwort ist ja. Hier unser Hit-Tipp, Rita Süssmuth mit Über den Wolken. Das Wort habe ich selber. Ich bin süß und habe Mut. Für meine Freunde bin ich Rita. Ich kann nicht klagen, mir geht's gut. Genaueres steht in meiner Vita. Nur ein winziges Problem hab ich und damit muss ich leben. Sehe ich ein Flugzeug, bleib ich stehen und will so schnell es geht abheben. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Meinen Flieger für morgen, sagt man, kann mir die Luftwaffe borgen und dann würde was dem Bürger teuer erscheint, für mich billig und fein. La 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 la. La 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 la. So, fertig. Zum Abschluss der Wochenshow zeigen wir nun noch einige Szenen, die aus unerklärlichen Gründen nicht vernichtet worden sind. Das war's. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Samstag und noch ein schönes Wochenende. Wie kann man sich wehren? Angst geht um. Ich gehe noch mal und lerne den Text drüben noch. Hallo, ich befinde mich hier in der... Das halte ich ja leider nicht aus. Ne? Ich kriege also genau das Bild so. Genau ich angefangen. Hallo, dann kriegst du ja so... Ich bin hier in der Wohnküche.